Hallo Leute! Willkommen zur Folge Let's Play Terraria! Jo, in der letzten Folge haben wir ja ein bisschen gefarmt und ich habe mir hier diese pinke Rüstung hier gemacht aus hier, ne? Roykalkos-Ding. Ich finde diesen Bonus-Effekt, dass so ein Ding kommt und halt, ne? Nochmal Bonus-Damage macht. Und sieht cool aus. Natürlich zusätzlich Mana und sowas ist natürlich auch eine kleine Sache. Ja, ich habe gesagt, ich gehe noch ein bisschen ausgehen farmen. Letzte Folge waren wir ja farmen. Doch, wir machen das weiter. Ich habe für mich herausgefunden, dass Explosionen sehr bald dabei helfen, um mal halt ganz schnell Sachen zu finden. Das machen wir jetzt gleich auch. Für nur wissen, wo wir am besten wo wir das machen. Ich habe mir noch 200 Dynamit. Und ich habe etwas gefunden bei dem ganzen Spreng-Action. Und zwar... Gott, sie nervt mich total. Ja, halt irgendwas in der Erde. Sieht nämlich auch aus wie so ein Dungeon-Eingang. Wie, da wo dieser Totenschädel war. Der Wächter. So ungefähr. Warum muss direkt bei Nacht anfangen? Das ist ein bisschen... Naja, ätzend. Was geht denn jetzt hier mit Gegnern? Einfach Schildkröten überall. So, dann lassen wir es jetzt mal knallen. Oh, der Rasenmäher, habt ihr ihn gesehen? Das hat mir gefallen. Vielleicht will ich mal ganz kurz die Stelle zeigen, die ich meine, auf die ich gerade abfahre. Ah, hier. Das Gebiet hier. Hier. Da will ich dann gleich noch, nachher mit euch noch hingehen. Boah, eigentlich könnten wir ja mal so einen Gang graben, einfach mal den Gang in die Luft holen, oder? Abbautempo erhöhen, why not? Ah, Titan, aua. Schnell wir sind, den Abbaubonus und so. Und jetzt sind wir voll gut Titan. Ist ja insane. Und dann checken wir ab, was da unten ist. So stark wie meins, aber ein verzopftes Schwert, immerhin. Oh, ja, 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 genau. Rest kann wieder hier rein. Ich habe auch generell so viel Müll. Ne? Ich will mal mein verzopftes Schwert mal ganz kurz in so eine Kiste hier machen. Freunde, wie mies, ich kann bald mein Inventar einfach nicht mehr lernen. Zu den Ding, was ich noch entdeckt hatte, in der Hoffnung, dass es was Wertvolles ist. Und wenn nicht, dann war der Hype einfach umsonst. Die Luft da oben und rum wird kälter. Oh, das heißt, es spawnt ein Boss, oder?
Ja, okay. Okay, nutzt du mich herum, wird kälter. Spawne, was auch immer spawnen möchte. Selten Prime! Okay, wir machen ihn Damage. Zack, einmal heilen. Ich glaube nicht, dass wir ihn schaffen, aber wenn... Hey, cool. Wir geben trotzdem unser Bestes. Alter, der macht so unglaublichen Damage. Ich renn, glaub ich, erstmal weg vor dir. Kannst du aufhören, mich zu bauen? Ich spiel da bei anderen. Hä? Nur einfach rum. Okay. Wir haben 4000 Damage gemacht. Und wir sind da. Mir fehlt ein Schlüssel. Wo kriege ich denn diesen Schlüssel her? Gibt's den hier irgendwo zu finden? Vielleicht sogar in der Truhe? Ganz nett, wenn da der Schlüssel einfach mal drin wäre. Ach komm schon, lass mich rein. Wie krieg ich denn die Statue? Den Schlüssel dafür. Oh Mann. Da, so ein Dschungelschlüssel habe ich doch eigentlich nicht gesagt. Ah, vielleicht habe ich versucht, damit mal aufzumachen. Ja, das versuche ich nochmal. Auch wenn da so ein anderes Bild abgebildet war, was so. Da steht ja Dschungelschlüssel. Das Ding ist ja im Dschungel. Nein. Das ist nicht der Schlüssel dafür. Okay, so ein leuchtendes Ding auf jeden Fall haben wir dort. Echt eine Sache. Wo kriege ich den Schlüssel dafür her? Wir haben einen Titanbohrer, aber Titanbohrer reicht nicht, um diese anderen Erze abzubauen. Das ist schon insane. 100. Warum waren so viel Titan dafür? Kann ich echt nochmal farmen gehen dafür? Mal nochmal Nahkampf-Damage richtig krass werden. Hier in den Fernkampf-Damage. Aber für den magischen Schaden erhöhen. Und natürlich mal gucken, was für ein Bonus-Effekt man komplett hat, nochmal hat. Kann ja schon mal eins machen. Leg mal hier diese Rüstung hier rein. Die Kost, die ist nett, aber nur nett. So.
Wollen wir uns eine Axt machen? Einfach nur, weil ich gerade keine habe. Ja. Habe ich jetzt die Dinge reingelegt? Ach, egal. Schweinchen, die, bei dir habe ich noch nichts reingespammt. Na gut. Aber es gibt doch wirklich viele Items hier in Terrarium, muss ich sagen. Aber an sich kann ich die Folge hier beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich gehe dann mal einfach mal farmen und nimm auf, wenn ich etwas wieder gefunden habe. Dann macht's gut, haut rein. War mir eine Ehre. Ich will das einmal benutzen. Ist ein cooles Schwert. Ich glaube, du bist schon ganz cool.